Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Mechanics. Ich habe mal wieder was mitgebracht. Und zwar eine Keycard-Tür. Und zwar war das ein Vorschlag von euch aus den Kommentaren. Und hier ist es. Ihr seht, sie ist recht schmal, recht klein. 2 Blöcke ist sie tief, 4 Blöcke hoch und 6 Blöcke breit. Und ja, wie man sie baut, zeige ich euch nach dem Intro. Da haben wir das gute Ding, unsere Keycard-Tür. Und sie ist wirklich sehr, sehr schmal. Man könnte das hier einfach mit einem weiteren Wandelement alles verdecken. Und dann hier natürlich außenrum den Boden ziehen. Und dann würde es auch kein Problem machen. Oh, da habe ich drauf geklickt. Dann würde es auch kein Problem machen. Dann würde man nichts davon sehen. So, also wie funktioniert sie? Wir haben hier den Auswurfblock. Da ist schon der Schlüssel drin. Ihr seht Zimmer 1 minus 3U6FZ bla bla bla. Ja. Das verringert die Chance, dass man das einfach kopieren kann. Und wenn wir hier mal drauf drücken, kriegen wir den Schlüssel zurück, können reingehen und wenn wir runtergehen von der Druckplatte, geht die Tür auch zu. Natürlich geht sie wieder auf, wenn wir drauf gehen. Und dann haben wir das System. Also, wir packen das mal wieder rein und jetzt schauen wir uns an, was passiert. Wenn wir den Knopf drücken, spuckt der Auswurfblock das Item aus. Und zwar hier in den Trichter. Der sieht aus, als würde er ein Itemsortierer sein. Ist er in der Tat. Er verhindert nämlich, dass man andere Items mit reinpacken kann. Natürlich jetzt Grundgestein könnte man auch reinpacken und das quasi hacken, kaputt machen. Aber im Survival bekommt man halt kein Grundgestein. Und das heißt, wenn ihr irgendeine Welt baut, ein Hotel baut oder so und ihr seid die einzige Person, die Kreativmodus hat, dann ist das recht sicher. So, daran haben wir natürlich hier ein Vergleicher, zweimal Redstone und wenn hier dieser eine Schlüssel noch mit reinkommt, dann geht dieses Redstone-Signal an. Daraufhin springt dieser Kolben hier an und schiebt den Redstone-Block hier hin. Das entsperrt hier den Gegenstandstrichter und lässt das Item hier reinfallen. Da der Block automatisch hier hingeschoben wird, wird dieser Auswurfblock aktiviert und er schießt das Item dann hier oben in den Block bzw. drumherum. So kann man es ganz leicht wieder einsammeln und muss es nicht wieder hier rausholen. So, die dritte Aufgabe, die dieser Block hier hat, ist nämlich diesen Kondensator hier zu laden. Das sorgt dafür, dass dieser Kondensator geladen wird. Dann wird dieses Redstone-Signal hier ausgegeben und die Tür wird geöffnet. Damit habt ihr ein bisschen mehr Zeit, da reinzugehen. So, wir gehen rein und jetzt ist der Kondensator aus. Also es ist recht knapp, aber es funktioniert. So, dann schauen wir uns mal an, was wir dafür brauchen. Und zwar ein Knopf, eine Druckplatte, 6 Redstone, 3 Vergleicher, ein Redstone-Block, ein Hafenkolben, 2 Auswurfblöcke, ein Trichter, eine Tür, Eisentür, 5 Schlüssel-Items, am besten sehr, sehr komplizierte Namen. Dann 18 Items, die für den Filter verantwortlich sind. Ich empfehle euch auch, die Items umzubenennen. Also wirklich komplett verrückt umzubenennen. Oder eben Items, die man im Survival nicht bekommen kann. Und nochmal 27 Baublöcke. Gut, dann müssen wir das hier ein bisschen austauschen. Das brauchen wir nämlich noch direkt am Anfang. Und jetzt ganz, ganz links unten packen wir erstmal einen Block hin. Da zeigt ein Vergleicher rein.
und einen Vergleicher daneben raus. Da kommt Redstone hin und hier oben auch noch mal Redstone. Ihr seht, das verbindet sich. Das würde aber verhindern, dass dieser Block hier unter der Tür gepowert werden würde. Deshalb müssen wir das einmal abschneiden. Genauso. Dann zeigt das Redstone wieder in alle Richtungen. Dann können wir hier schon mal die Steindruckplatte drauf machen und einen Quarzblock. Dann kommt hier die Eisentür hin. Und daneben brauchen wir wieder die Blöcke und das können wir auch beide schon wegpacken. Daneben kommt ein Block hin. Genau so. Und noch einmal ein Diagonal. Darunter kommt nämlich der erste Auswurfblock. Ich muss nach unten zeigen. Und direkt daneben, also diagonal darunter, ein Auswurfblock, der nach oben zeigt. Komm schon. Jetzt muss ich hier schleichen. So. Machen wir noch Blöcke hin. Und ein Trichter, der in den unteren Auswurfblock zeigt. Danach brauchen wir hier drei Blöcke in so einer umgekehrten L-Form, einen Vergleicher und zweimal Redstone. Dann brauchen wir einen haftenden Kolben. Dazu nehme ich einfach mal einen Hilfsblock und es wird langsam hier ziemlich eng, einen Redstone-Block. So, das war's im Grunde auch schon. Jetzt müssen wir nur noch den Filter einstellen. Und zwar hier mit unseren Schlüssel-Items. Und wenn ich jetzt hier das Grundgestein reinpacke, hat sich die Tür geöffnet und eine Schlüssel wurde rausgeschmissen. Das ist gut so, das wollen wir haben. Und dann verteilen wir hier das Grundgestein nochmal ein bisschen. Ich mag so. Und dann noch eins dahin. Dann haben wir das auch schon. Und ja, natürlich den Knopf brauchen wir auch noch. Und dann können wir auch den Schlüssel machen. Da. Und dann geht die Tür auch wieder zu. Gut, dann haben wir erstmal das Grobe an Redstone geschafft. Ich empfehle euch natürlich, das alles hier abzudecken. Und zwar genau so. Da ist dann natürlich euer Flur mit den ganzen Türen. Dann hier noch ein paar Blöcke drüber. Und so. Und jetzt nochmal, wie man das hier abdeckt. Ihr macht hier einfach... hier dürft ihr keinen Block hin machen. Entschuldigung. Hier kommt der Redstone-Block hin. Deshalb dürft ihr da keine Blöcke hinbauen. Aber da drüber könnt ihr jegliche Blöcke bauen. Also einfach so. Und so, die Wand ist dann halt zwei Blöcke dick, aber man sieht dafür nichts, kein bisschen. Und so eine 2 Meter breite Wand hat ja auch was. Man kann hier zum Beispiel einfach weiß lassen, also der Flur ist weiß. Dann kann man die innere Wand vielleicht blau machen oder grün oder was auch immer, was ihr wollt. Oder wie auch immer ihr die Zimmer gestalten wollt. Aber da haben wir es auf jeden Fall. Wir testen das einfach mal noch einmal aus. So, wir stellen uns hier hin. Das Item ist drin. Drücken da drauf. Haben das Item sofort wieder. Und sind drin. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt eure Vorschläge in den Kommentaren. Ich bin nämlich momentan etwas knapp an Ideen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.